Hi Leute, ich bin's wieder, Banana Joe 030. Erstmal ein dickes Dankeschön an euch für die ganzen positiven Rückmeldungen. Und ja, das haben uns beschissen. Danke. Naja, ich versuche mich zu verbessern jetzt. So. Heute mal wieder ein Tabak-Review über Alf-Doppelapfel gemischt mit Zimt von Alf. Warum ich das mache? Weil ich den Alf-Doppelapfel nicht wirklich mag. Er hat mir zu viel Anis in sich drin. Ja. Erstmal zum Schnitt vom Alf Zimt. Er sieht so aus, relativ fein. Ein paar Äste drin, zum Beispiel so ein Teil hier. Echt verdammt groß, aber scheiß drauf. Er ist ziemlich feucht, Alf halt. Produktion, ich glaube das war 2009er aus dem Juni. So, zum Geruch. Ich finde mal nicht leicht die Rundpappe raus, was aber nicht allzu schlimm ist. Sonst schön nach Zimt, so wie dieser Müllermilch Zimtreis, Joghurtpudding, keine Ahnung was das ist, oder Milchreis glaube ich. Ja, Milchreis-Zimt, so, sorry. Ja, eigentlich ziemlich lecker. So, zum Beispiel Doppelapfel. Ja. Er ist halt hier im Zipper drin, sehr feucht, hat auch dieser feine Schnitt. Ist eine 2007er Produktion, habe ich echt Glück, dass ich die bekommen habe. Es waren halt nur 50 Gramm, habe ich bei mir in der Nähe gekauft. Aber ich habe ihn nur gekauft, halt immer zum Testen. Aber ich mag ihn nicht, deswegen mische ich ihn auch mit Zimt. Ja, zum Kopfbau. Ganz wichtig ist die richtige Dosierung zu finden. Ihr müsst 2/3 Zimt reinmachen und 1/3 Doppelapfel. Weil auch der Doppelapfel vom Geschmack her und vom Geruch stärker ist als der Zimt. Ach ja, sorry, zum Geruch von Doppelapfel. Er riecht halt typisch Doppelapfel-Tabak-mäßig. Viel Anis drin. Ihr kennt alle bestimmt den Geruch, wenn ihr in eine Shisha-Bar geht, wenn ihr reinkommt, was riecht man? Ja, Stinkefüße, nein. Diesen Anis-Geschmack vom Anis-Geruch, sorry, vom Doppelapfel. Aber egal, wer es mag, wer mag es halt. Ich zeige euch schon mal kurz meinen Kopfbau, da haben einige mir geschrieben, dass sie es gerne mal sehen würden. Meine Powerbow, schön und weiß, wie geil. Ja, ich habe ein bisschen gesoffen, wenn man das sehen kann, bei Freunden. Sorry. Aber ich immer sage, besser jetzt, wo ich jung bin als alt. Da ist es ziemlich peinlich. Da kenne ich ein paar Leute. Ja, ja. Aber egal. So, noch ein bisschen. Nee, es war zu viel. So. Ich habe so viel vom Zimt reingemacht. So, ich brauche mal kurz ein Taschentuch. So, jetzt komme ich zum Doppelapfel. Nicht über die Musik wundern, ich bin kein Deutscher. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag und genießt noch den Abend, falls ihr gerade am PC sitzt und mein Video später sehen werdet. So, schön füllen. So sieht es aus mit dem Doppelapfel drin. Kurz durchzutesten. Ja, ein bisschen freistechen. Dann merkt gleich, wenn man dran zieht, kommt sofort dieser Anis-Geschmack durch. Ist ziemlich penetrant. Aber manche mögen es ja. Kumpel von mir raucht den nur jeden Tag. Einen Doppelapfel. Wer es rauchen kann, okay. Ich würde da kosten. So. Wie immer Alufolie aus der blauen Packung. 2 Stück. Entspricht 4 Schichten normaler Alufolie. Eine hässliche Atomlochung, aber sie reicht. So, Alufolie drauf. Noch ein Tipp von mir. Es hört ziemlich beschissen an, wenn von lachen mich das Ding auch aus. Aber mir kommt so vor, als wenn man jetzt die Alufolie ein bisschen sauber macht, die ganze Asche entfernt,
dass er länger hält, die Alufolie. Und jetzt diese Asche hier entfernt. Aber ich kann mich auch irren. So, ich mache schnell die Kohle raus und bin mich dann wieder. So Leute, da bin ich wieder. Der Kopf ist angeraucht. Und ja. Schöner Rauch. Aber dann ist so wie immer da der Doppelapfel. Hat schon einen Zipper drin und die ganze Brasse unten. Und ich habe jetzt vergessen durchzukneten, habe den ganzen Mist bekommen, der nicht so feucht war. Naja, was war. Ja, zum Geschmack. Schmeckt lecker nach Apfel und Zimt. Wie so ein Bratapfel mit Zimt drauf. Ist halt ein Tabak eher für den Winter, aber keine Apfel zu auch im Sommer brauchen. Schöne, passt schön mit dem Abend, einfach irgendwo im Garten chillt, also mit Freunden. Ein kaltes Bier. Oder wie ich, Havana mit Cola. Ja. Ich grüße mal meinen Kumpel aus Berlin, Bosnian Pollack und den Lil Chris Brown. Mach weiter mit deinen schönen Reviews. Ich bin immer offen für Kritik, falls ich was besser machen kann, sag mir bitte Bescheid. Falls ihr meckert, gibt's aufs Maul, ihr Wichser. Nein, natürlich nicht. Ich muss nur meinen Berliner nicht verteidigen. Das ist ja ein Ghetto, wie wir aus den Medien wissen. Naja, ja. Ja, ich meine erstmal den nächsten Langzeittest mit der Powerball. Und mit am Ende nach 30 Köpfen so ein Fazit ziehen, welche besser ist. Die Funnel oder die Powerball. Ja, besser als erscheint ist er auf jeden Fall. Da ich unten noch anfassen kann, am Rauchen. Die Molasse läuft nicht in die Säule rein. Und ich kann auch ziemlich lange rauchen. Mein Rekord war mit einem Kumpel 1 Stunde und 45 Minuten. Aber dazu mehr beim Langzeittest. Oder beim Ergebnis vom Langzeittest. Ja, ich freue mich noch zu Ende. Ich werde meinen Freunden ein bisschen Dota zocken. Dann viel Spaß beim Video angucken heute, noch in der Nacht oder morgen am Tag. Und euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.